Jo, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter The Inner World. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer so böse tief sage. Keine Ahnung. In der letzten Folge haben wir es geschafft, dass der alte Mann den Papierflieger nicht kaputt schießt. Und jetzt müssen wir es nur noch so schaffen, dass der Schruf den nicht auffrisst, wenn er zu ihm fliegt. Und dann brauchen wir eine Alternative zu dem Papierflieger, den er dann frisst, die er dann fressen kann. Und er hat ja gesagt, er hat so einen Impuls, dass er Sachen frisst, die fliegen oder vor ihm fliegen. Und jetzt bin ich hier eben hochgegangen, hab hier mal geguckt. Guck mal da, da sind Fliegen. Schmeißfliegen. Die hoffen wohl da irgendwo noch was Essbares zu finden. Ja gut. Jetzt bleib mal ganz ruhig, weil die könnten uns ja helfen, ne? Soll ich sie überreden, mitzukommen? So einfach ist das nicht. Ja, dann machen wir das anders. Die Viecher scheinen Honig zu lieben. Alles klar. Like a boss. Like a boss. Okay, ich musste einmal auf dieses Hilfe-Dings da drücken. Hätte ich auch selber drauf kommen können, aber na gut. So, fliegen mit feuchte Stelle. Oh. 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 Nice. Okay, also er frisst jetzt hier. Können wir mal weitergehen? Er frisst jetzt hier die Fliegen, das finde ich gut. So lange können wir ja diesen Papierflieger steigen lassen und dann haben wir alle drei Daten. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ist es noch richtig aus? Ja, ich glaube, es ist noch auf den Schruf ausgerichtet. Oh, ich bin so aufgeregt. Yes! Yes! Süd-Südwestwind. Linker Knick. Der letzte Messwert. Hier, es ist ganz deutlich. Es muss eine weitere Windquelle geben. Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Was haben wir nun für unglaubliche Möglichkeiten? Wir müssen einen Pakt schwören. Wir müssen die Karte in vier Teile teilen. Warum vier? Na, einen Teil für dich, einen für mich, einen für Latz und einen für die Putzfrau. Erzählen wir es doch, Conroy. Er wird uns zu Obererologen ernennen. Ausgezeichnete Idee. Auf, meine getreuen Erologen. Lasst uns neue Meilensteine der Wissenschaft erklimmen. Ja, hört auf den Typen, der Honig in den Tank gekippt hat. Ihr habt eure Karte... Ach, was soll's. Zack. Wir haben die Karte. Und jetzt finden wir vielleicht den Ort, wo ihr Vater ist oder war. Oder war der jetzt tot? Ich weiß es nicht mehr. Können wir jetzt da rein? Wollen wir das? Nein, da drin. Da riecht es komisch. Können wir uns den Sattel mitnehmen? Yes. Schädel auch? Nein, sie sollen... Nein. Noch irgendwas? Ich halte mal die linke Maustaste gedrückt. Schädel, Auslöser, Tanköffnung, Auspuff, Zeltbrille. Okay, gut. Ach so. Ich dachte, vielleicht gucken wir nochmal auf die Karte. Was meint ihr? Wohin die Karte wohl führt? Ich hoffe, ich finde dort meinen Vater. Okay, wahrscheinlich müssen wir erstmal Robert darunter holen. Oh, wie das läuft, ne? Wie das läuft. Ich hatte schon Angst, wenn ich jetzt selber rätseln muss, dann dauert irgendwie ein Rätselaspekt hier irgendwie drei Folgen lang. Aber es läuft ja einigermaßen. Ich bin überrascht. Was ist jetzt hier? Hier hat sich auch nichts geändert, aber wie machen... Netter Einfall. Okay, das geht nicht. Geht das hier? What? Was hast du vor? Keine Angst, ich habe an alles gedacht. Du müsstest eigentlich den Sumpf treffen. Und wenn nicht? Gib dir Mühe. Und ansonsten triffst du zumindest den Boden. Aber was, wenn... Nicht reden. Zielen. Oh yeah. Oh. Oh. Was war das für ein Geräusch? Du wirst schon noch reden. Ich habe Geduld. Ich habe seit 20 Jahren Geduld. Sei nicht traurig. Du hast den Sumpf echt nur um 20 Zentimeter verfehlt. Naja, dafür habe ich ja den Felsbrocken getroffen. Zum Glück hat das Hornissennest deinen Sturz gebremst. Ja, aber ich hätte nicht versuchen sollen, mich an den Dornen festzuhalten. Oh Mann.
Und dann ist er aber zum Glück, er hat ein Glück, er ist nämlich noch mit dem Auge am Rostigen Nagel. Hey, wir sind da. Nach der Karte ist das der seltsame Ort. Windstill hier. Was ist hinter dieser Pforte? Finden wir es heraus. Guck mal, das ist Lady Schroff. Schroff wollte ich sagen. Schroff. Was ist das denn? Eine Conroy-Handpuppe. Ach, jetzt sind wir wieder Robert, oder was? Hey, Laura. Ist bei dir alles klar? Naja, ich habe keine Ahnung, wo mein Vater steckt. Mir ist kalt, ich habe Hunger und die Leute hier sind alle verrückt. Aber ansonsten gut, danke. Welche Leute denn? Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Rot. Sieht man. Hast du eigentlich schon immer unter dem Mechater gelebt? Naja, mein Vater hat mich beim Betreiber des Mechaters versteckt. Ich habe früh angefangen zu rebellieren. Gegen deinen Ziehvater? Gegen Conroy. Mit 8 habe ich meinen ersten Stinkbombenanschlag auf den Palast verübt. Stinkbombenanschlag finde ich geil. Wo hast du eigentlich kämpfen gelernt? Wie jeder andere auch. Auf dem Schulhof. What? Schöner Mantel. Passt gut zu, deiner Persönlichkeit. Danke. Nette Nase. Passt toll zu deinen Schuhen. Okay, die ersten Flirtereien haben wir jetzt schon mal hinter uns gebracht und jetzt reden wir mal über die Ruine. Was für ein merkwürdiger Ort. Alles hier wirkt, als wäre die Zeit ganz plötzlich stehen geblieben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich frage mich, was mit meinem Vater passiert ist. Mach dir keine Sorgen, wir finden ihn. Ja, guck mal, was ist das denn hier? Kann man gar nicht... Achso, weil wir noch reden. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Das kann nicht sein. Die Pforte wurde seit Jahren nicht geöffnet. Ja, und? Dieser Ort... Das kann... Achso. Okay, gut, das war's. Guck mal, ein schlafendes Phosphor. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Oh, es schläft. Wollen wir es wecken? Es schläft. Und ich brauche gerade keins. Wie, du brauchst keins? Man braucht immer eins. Naja, gut. Oh, hier sind Überreste von irgendwas. Das sieht aus wie versteinerte Beine. Oha, da wurde jemand verbasiliert. Da steckt ein Arm in der Erde. Hoffentlich hängt da nicht noch ein Asposa dran. Ja, wäre jetzt auch nicht so schlimm, oder? Können wir den mitnehmen? Yes! Stein. Ein großer, schwerer Stein. Können wir den mitnehmen? Da komme ich mit meinen Fingern nicht runter. Und außerdem ist der viel zu schwer. Okay, vielleicht kann man aber den irgendwie so hebelmäßig hebeln. Yes! Nee. Oh. Der ist echt zu schwer. Ich schaffe das nicht allein. Das heißt nicht, dass ich schwach bin. Ganz im Gegenteil. Man braucht viel Stärke, um sowas zuzugeben. Laura wird mich trotzdem auslachen. Okay, aber müssen Sie jetzt ansprechen, dass sie hilft? Oder wie funktioniert denn das jetzt? Warte mal, können wir das noch mitnehmen irgendwie? Die lasse ich lieber da stehen. Das ist immerhin, was Beine tun sollten. Oha. So, da, ich weiß, hier ist noch mehr Zeug. Wir fragen aber mal Laura, ob sie uns vielleicht hilft bei dem Stein. Hey, Laura. Stein. Kannst du mit dem Arm den Stein hochstemmen? Klar. Die ist stärker. Keine Sorge. Wir reden einfach nicht drüber. Also ich mag es, wenn Männer stark genug sind, um Schwäche zu zeigen. Die Schrofe sind irgendwie total geil drauf immer, ne? Die sind richtig cool. Aber dass sie jetzt geredet hat, bevor wir sie angesprochen haben, finde ich doof. Und ich nehme an, hier, Stelle unterm Stein, das wird eine Falle für irgendwas. Ich bin total gespannt. Reden wir doch aber erstmal mit der Schrofeline, oder? Ja. Ein Schrof, denke ich. Was machst du denn hier? Du bist mir doch nicht etwa gefolgt? Herr Schrof, was tust du denn hier? Erstens, ich bin eine Frau. Falls ihr also vorhattet, mich zu beleidigen, dann habt ihr jetzt einen Feind. Zweitens, was wollt ihr beiden Kasper bitte an meiner Pforte? Pff, was für ein aggressives Miststück. Du kannst mich ruhig Schrofeline nennen. Interessante, Sitzgelegenheit. Du meinst den Stein hier? Oh, ich hasse ihn. Ach, grau ist überhaupt nicht meine Farbe. Dann setz dich doch woanders hin. Ja, es ist immerhin ein versteinerter Asposa, auf dem du deinen grünen Hintern geparkt hast. Ach, Herzchen, du hast doch keine Ahnung. Wenn ich hier einfach runterspringe, würde ich einfach ein tiefes Loch in den Boden ätzen. Vielleicht können wir dir helfen, da runterzukommen. Nein, du hast sie doch gehört. Sie würde einfach im Boden versinken.
Ich meinte damit eigentlich, dass meine Haut in etwa so ätzend ist, wie der grüne Müllsack, den du anhast. Boah. Oh, jetzt geht's los, Alter. Jetzt geht's los. Catfight. Meine Güte, du sitzt da tatsächlich auf einem Asposa. Er hat sich bisher nicht beklagt. Es sieht aus, als würdest du aus ihm herauswachsen. Oh, völliger Quatsch. Jeder weiß doch, dass wir Schrofs aus Seerosen geboren werden. Wow, ihr werdet aus Blumen geboren? Nein, Seerosen. Diese großen schwimmenden Säugetiere. Ach du meine. Oh, die Schrofeier nisten sich bei der Seerose im Kopf ein und explodieren irgendwann, wenn der Schrof fertig ist. Die Seerose stirbt dabei. Wunderschöne Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass meine Seele sich gerade übergeben muss. Ja, das sind echt ganz schön harte Viecher, ne? Diese Schrofs. Du kannst diesen Stein also nicht leiden? Er passt einfach nicht zu mir. Aber wenn ich einfach auf den Boden hüpfe, spaltet sich die Erde an der Stelle, auf der ich lande. Das ist unpraktisch. Das würde ich eigentlich gern mal sehen. Weil eigentlich ist es ja albern, ne? Und das benutzen ja auch als Zielmittel so alberne Sachen. Finde ich total super. Aber ich würde das schon gern mal sehen. Also wenn jemand von euch total gut ist in so Animationsdingern, dann bitte animiert doch mal, wie das aussieht, wenn so ein Schrof auf die Erde springt. Das würde mich mal total interessieren. Verlinke ich auch sofort. Wir haben erst vorhin einen anderen Schrof kennengelernt. Das kann nicht sein. Ich weiß zufällig, dass ich der einzige existierende Schrof bin. Das dachte der andere auch. Das scheint bei den Viechern eine Lebenseinstellung zu sein. Wen hast du hier gerade Viech genannt, du Biest? Wen hast du hier gerade Biest genannt, du Kröte? Oh. Wen hast du hier gerade Kröte genannt, du Miststück? Wen hast du hier gerade Miststück genannt, du... Aufhören, bitte! Oh mein Gott! Oh shit, ja, das geht doch mal richtig los hier bei denen. Wir könnten dich zu dem anderen Schrof bringen. Warum? Ja, Robert, warum? Naja, dann könntet ihr euch kennenlernen. Nicht nötig. Ich bin gerne unabhängig und genieße mein Single-Leben. Du hast also noch keinen gefunden? Ach, ich sehe auch keinen Ring an deinem Finger. Du bist auch nicht gerade das heißeste Brötchen im Korb. Oh. Wie auch immer. Mein Ehemann sollte reich sein und attraktiv und liebevoll und feuerfest. Und blind und taub. Meine Damen, bitte. Die legen mal richtig los. Also geil wäre hier vielleicht noch so ein Pool mit Matsch drinne und die beiden in Bikinis und dann... Oder so. Ich weiß, dass ihr Schrofs ziemlich giftig sein könnt. Willst du mich wirklich zum Feind haben? Ich will nicht mal mit dir befreundet sein. Ich meinte nur, dass eure Spezies ziemlich starke Abwehrmechanismen hat. Oh, das stimmt. Meine Haut sondert ein ätzendes Sekret ab. Meine Krallen sind schärfer als Rasierklingen. Und der Letzte, dem ich ins Gesicht gespuckt habe, ist so verrückt geworden, dass er sich kopfüber an einen Baum gehängt hat. Und? Ist bei ihm alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Er ist tot. Oh. Was tust du denn mit diesem Sekret? Naja, ziemlich witzlos. Ich töte damit hauptsächlich. Man kann damit aber auch Sachen wegätzen, die einen stören. Oh, interessant. Gibt es einen Grund, aus dem du hier vor dieser Pforte sitzt? Ja, bewachst du da irgendwas? Ein Schatz? Ein Geheimnis? Ich arbeite hier an meinem Teint. Okay, von der Sonne hier meinst du? Weißt du vielleicht, was sich hinter dieser Tür befinden könnte? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Wow, danke für die Auskunft. Steht hier irgendwo Touristeninformation? Ganz großartig. Die einzige Hoffnung, die wir haben, bräunt sich auf einer versteinerten Leiche und ist zickiger als... Du? Dünnes Eis. Obacht, Robert, Obacht! Du kannst uns nicht zufällig sagen, wie wir durch diese Pforte kommen? Was hätte ich denn davon? Du würdest erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man nett ist und andere einen mögen. Oh, wie fühlt sich das denn an? Keine Ahnung. Frag ihn. Geil. Okay, also sie würde uns jetzt nicht helfen. Ich wüsste so ad hoc auch nicht, wie wir das ändern können. Was, hatte sie irgendwas ausgesprochen, was sie jetzt gerade will, sucht, braucht oder so? Ich glaube nicht, ne? Also ich glaube, wir müssen sie irgendwie mit dem anderen Schrof vielleicht mal zusammenbringen, aber das könnte auch dauern. Jetzt haben wir hier,
Jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen. Lass uns doch mal hier gucken. Hier ist Mauerstein. Der Mauerstein steht etwas hervor. Oh. Hopp. Geil. Mauerstein. Der Mauerstein sieht locker aus. Okay. Mit bloßen Händen werde ich den Stein nie bewegen können. Oh, shit. Vielleicht mit der Puppe. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Komm mal runter, bitte. Hopp. Und hier? Eine verrottete, halb verweste Strickleiter. Mal sehen, was passiert, wenn ich versuche, hochzuklettern. Ja. Oh, alles, was ich berühre, geht kaputt. Sprossen? Runde Sprossen. Rund auch noch. Das hilft uns hier wahrscheinlich nicht weiter. Das wird nicht klappen. Okay, können wir hier... Nee, den Arm an sich können wir nicht mehr da wegnehmen. Ich dachte, vielleicht kann man da irgendwas machen. Ast. Da ist ein Ast. Das ist ein Ast. Das ist ein Ast. Und das ist Laura. Und das ist der Boden. Und da oben ist der Himmel. Entschuldigung. Das war irgendwie nur so geil gerade. Da ist ein Ast. Danke, Robert. Den breche ich nicht ab. Warum denn nicht? Da können wir bestimmt irgendwas dran festmachen. Können wir Laura übernehmen? Irgendwie? Nee, ne? Nee, ne? Hey, Laura! Nee, ne? Entschuldigung, ich war kurz abgedenkt. Hier ist eine Mücke schon wieder unterwegs, Alter. Ich hasse dich, du Arschloch! Egal. Gut, aber das war's auch schon für diese Folge, Leute. In der nächsten Folge werden wir hier so ein bisschen mehr rausfinden. Zum Beispiel hier Pforte nochmal drücken oder so, was weiß ich. Wir werden bestimmt irgendeine Lösung finden, hier dann rüber zu springen. Aber das sehen wir halt erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gern Daumen hoch. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Das war euer Fischkopf. Tschüss!